So. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Elements Disney Ancient Powers. Ja, im letzten Part haben wir die gute Fee ins Team bekommen und haben eine Stadt von Goblins befreit. Und ich frage mich, was war hier überhaupt los? Das liegt doch daran, diese zwei Herren stellten eine junge Dame nach. Als Wiedervergerecht und Geordnung muss mich da angreifen. Nein, ich glaube, es ging um mehr als das. Die Welt ist voller perverse Schuppen, glaub mir. Das mag sein, aber... Moment mal, wo bist du überhaupt so schnell hergekommen? Von da oben! Du bist da heruntergeschwungen? Bist du sicher, dass du unverletzt bist? Kleines Mädchen, ich bin es gewohnt, und zeige dir mir das Handwerk zu legen. Du musst dich nicht bedanken. Ich habe mich nicht bedankt, ich wollte bloß wissen, wer geklickt. Wie dem auch sei, meine Pflicht ist hier erfüllt. So geh ich nun von dannen. Halt, du strahlender Helden. Das Mädchen ist immer noch da drin. Ich hab sie nur von ihren Angreifern nun geschützt. Deswegen bin ich noch lange nicht zu ihrer ohne Schutz ins Ujugi-Gebiet zum Marschieren. Blender! Schön. Also dann, ihr habt euch wohl. Ja. Bist du sicher, dass mit mir alles in Ordnung ist? Aber natürlich. Das sind bloß die Nebenwirkungen meiner Helden ab. Also, ich werde nun fort. Robin! Ja. Genau. Schön. Wunderbar. Und er hat sich doch verletzt. Lailea, wir müssen dem Mädchen helfen. Es kann nicht wissen, dass die Gefahr vorüber ist. Wir müssen rein und sie da irgendwie rausholen. Auf einmal so hilfsbereit? Vorhin hast du dich noch gefragt, dass ich Hilfe zugesagt habe. Eigentlich wollte ich dir deinen nächsten Satz nur schon mal vorwegnehmen, da du das ohnehin gesagt hättest. Wir sollten uns in der Stadt umhören. Irgendwann hier muss wissen, wie wir unbeschadet durch das Fuyugi-Gebirge kommen können. Ihr habt ein Recht. Wir müssen es schleunigst einen Weg finden, dort unversehrt rein und wieder raus zu gelangen. Ja. Da haben wir also drei neue Personen kennengelernt. Erstens, den Prinz Jared. Also mit dem auf sich hat dazu später mehr. Und seinen Diener... Sarosch? Ja. Und dann haben wir noch einen mysteriösen Kämpfer für die Gerechtigkeit kennengelernt, nämlich den großen Tapio. Ja. Und warum ich den so spreche, ja, da bin ich zu sehr von Dragonius Let's Play geprägt. Das muss ich einfach so machen. Ihr werdet noch wissen, warum ich den so spreche. So, und wir müssen uns hier umhören und da sprechen wir doch mal den hier unten an, der da so fröhlich rumliegt. Hey, du Held, du musst dich was fragen. Steh auf. Was? Oh, ihr seid... Steckt da wieder in Schwierigkeiten. Wo ist der Kerl, den ich mir vornehmen soll? Keine Sorge, darum geht's nicht. Seid ihr dann hier, um mir nochmal zu danken? Ich versichere euch, das ist nicht nötig. Sieh es mal ein, das ist meine Pflicht an. Hör wenigstens einmal zu. Also, wir sind hier wegen des Fuyugi-Gebirges. Weißt du Näheres darüber? Es ist ziemlich kalt da drin. Ja. Ach was. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, es unbeschadet dicht queren zu können. Natürlich ist das möglich. Wirklich? Aber weißt du, wie wir da durchkommen? Ich? Nein. Aber ich hätte da einen heißen Tipp. Der da wäre? Ein Stück weiter südlich steht ein Haus. Dort wohnt jemand, die euch vermutlich weiterhelfen kann. Sprecht mit ihr. Ich kann euch sicherlich helfen. Ein Haus südlich von hier also. Sie ist nur leider sehr oft unterwegs. Deswegen kann es sein, dass sie sie nicht antrifft. Ich kann euch leider nicht helfen, sie zu finden. Auch wenn das für mich kein Problem wäre. Doch ich habe anderes zu tun. Rumlegen und warten, bis es deiner Verletzung besser geht. Ich bin nicht verletzt. Frechers Girl, wie dem auch sei. Viel Erfolg bei euren Treffen. Ja. Die Stimme wird mir mit der Zeit auf die Nerven gehen, aber egal. Ja, schön. Ich mag es. So, dann folgen wir doch mal Tabios Tipp und gehen einfach mal nach Süden. Das soll ein Haus sein. Und ja, hier ist eine Kiste. Die möchte ich haben auf dem Dach. Nein, natürlich, an die Kiste kommen wir noch in Klammern nicht dran. Die Aufschrift kann ich nicht lesen. Versteckte Bodenschalter, Band 1 bis 5. Kann man hier im Regal finden.
was es damit auf sich hat. Aber ich will erstmal zu der Kiste da oben. Kiste! Wasserregen! Da schaue ich doch gleich mal. Wer bekommt denn den? Magieverteidigung. Das bekommt Xai. Okay. Das bekommt Xai. So, wunderschön. Und dann gehen wir doch einfach mal da runter. Da kommen wir anscheinend in ein kellerartiges Gebiet. Okay. So, und hier seht ihr schon, da kommen neue Gegner auf uns zu. Ja. Hi. Da. Und was war denn ihre Schwäche? Ich weiß es leider nicht mehr. Und wir haben übrigens die Dunkelnarbe gelernt. Die werde ich auch gleich mal zeigen. Verdeckt die Sicht und drückt den Fall. Verursacht Dunkelheitsschaden. Wow, das macht ordentlich Schaden, ey. Wow. Na, Schellbruch aber auch nicht schlecht. Ja, Wind ist nicht so der Burner, ne? Und ja, da habt ihr schon den ihre Speziallage gesehen. Die können sich nämlich heilen. Und sie ekelhaft. Und stirbst du mal, dankeschön. Da. Ach schön, ich mag die Kampfmusik. Hab ich das schon erwähnt? Nee, ne? Muss sein. Bei Tod. Dankeschön. Auf, flammender Schuss wurde erlernt. Schön. Und der Kreuzschnitt wurde erlernt. Jawohl. Werde ich doch gleich mal im nächsten Part zeigen. Yeah. Ich glaube, aufflammender Schuss war sogar sehr effektiv gegen diese Viecher, denn wie ihr vielleicht denken könnt, das waren Wassermonster und Hai, da ist wieder so ein Vieh. Dann geht gleich mal den aufflammenden Schuss. Benutzt Explosionspatrone. Wo ist das Feuerschaden? Oh je. Yeah. Und den Kreuzschnitt richtet großen Schaden gegenüber Untoten an. Und du kannst einfach nochmal. Und aufflammender Schuss. Oh ja, das macht ordentlich Schaden. Wow. Wow, Kreuzschnitt macht auch nicht schlecht. Cool. So, aber ich glaube, denn da oben habt ihr ja ein Bücherregal gelesen von versteckten Bodenschaltern. Ja, das war ein insgeheimer Tipp auf das Dungeon. Nenne ich es jetzt einfach mal. Ist eigentlich kein Dungeon, aber ja, sowas ähnliches. Nämlich, hier sind versteckte Bodenschalter und da kommt man beim ersten Durchspiel wahrscheinlich nur durch Zufall drauf. Aber ist mein Vorteil? Ich weiß es natürlich schon. Hi! Da. So, aufflammender Schuss. Und du machst den. Ohnmachtangriff. Und du machst die Dunkelnarbe. Oh ja, da haben wir jetzt schon schöne Attacken. Oh ja. Ohnmachtangriff eigentlich. Nee, Kreuzschnitt macht das allermeist. Sehr interessant. Das müsste jetzt eigentlich gleich kaputt gehen. Natürlich. Los, greife dich ihn! Ach komm! Oh, Wasser! Ui! La. So, wir machen das so. Ich habe nicht die Hoffnung, dass der Dino kaputt geht. Oder Echse oder was auch immer das sein soll. Ja, natürlich überlebt er. Und kaputt! Jawohl! Oh, Lebenswasser! Das ist natürlich schön. Weil mit einem Lebenswasser können wir natürlich beleben. Wer hätte das nur erwartet? So, und hier waren, ja genau, hier waren Bodenschalter. Da müssen wir nämlich alle auf so großen Gebieten hier alle Bodenschalter drücken, damit wir am Ende durch eine verschlossene Tür kommen. Und hi. Zwei Gegner, okay. Ne, ich spare mir meine MP mal ein bisschen auf. Ja, dein Leben sonst nicht für viel. Das macht man nicht. Wow! Critical! Die hauen schon ganz schön rein, ne, die Gegner. So leicht. Ich soll vielleicht trotzdem auf meine MP rausschleudern. Da bin ich immer zu geizig dazu, ne? Das ist wirklich schlimm. Lalala. Mensch, dein Leben, was ist los? Warum bist du nicht mehr? Lalalala. Level 10. Wie viel HP haben denn meine Kollegens? Oh, der hat schon über 1000 und die auch. Okay, dann da kriegen die mal einen Heiltrank. Flupp. Und wie viel hat denn Lailea? Die braucht bestimmt auch einen, oder? Nö, nicht mal.
785, wow, Leile hat zusammenfriedig HP, glaube ich, ja, einen können wir einfach mal zu vernichten. Ich habe übrigens euch noch gar nicht gezeigt, wie die Gegner hier überhaupt heißen. Das muss ich nämlich noch nachholen. Böser Leitstier, böser Leitstier. Nämlich heißen sie Kaimanensoldat. Okay? Wunderbar. Ja, halt doch ordentlich Geld von den Gegnern. Ja, ist doch schön. Das ist toll. So, hier natürlich wieder den Bodenschalter finden. Natürlich. Da ist er auch schon. Sehr gut. So, wo ist hier der Bodenschalter? 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 Und da erwischt mich der Gegner von oben. Schön. Oh, drei Gegner. Eieieiei. Da muss ich natürlich reinhauen. So blöde. Dam. Und der hat abgewehrt, oder was? Da hat er schon wenig Schaden gemacht. Kreuzschnitt! Yeah! Verdammt cool aus die Animation, aber egal. Warum hat dann der Schuss so wenig gemacht? Man weiß es nicht. Wow, Critical! Ja, Critical, wenn ihr euch noch erinnert an die laute Turia, die kommen ja nur bei normalen Angriffen und nicht bei Technikverwendungen. Ja. Und 200 Erfahrung von einem. Halt, ich hab den Schalter vergessen. Uiuiui. Ne, da oben bin ich lang gelaufen, ne? Wo ist der Schalter? Ach, da ist er. Okay. So, Schalter. Schalter. Wo bist du? Schalter? Schalter? Ah. Da ist er ja. Der Schlingel. Und hi. Ich mach mal noch einen aufflammenden Schuss. Und du machst noch eine Dunkelnarbe. Da. Schön. Dunkelnarbe, ne? Das war nicht allzu stark, aber mir gefällt er mit die Attacke. Ich weiß auch nicht, warum. Aber mir gefällt die. Ja. Ich mag generell Dunkelheit. In jedem Spiel. So. Letzten Schalter benutzen. Schalter. Hier gibt's wohl keinen Schalter. Okay. Ja, hier gibt's keinen Schalter. Okay, das nehme ich einfach mal so hin. Dann kommen wir nämlich ins nächste Gebiet. Sonst wäre nämlich hier keine Brücke gewesen. Hätten wir nicht alle Schalter gehabt. Da habe ich schon so ein leichtes. Da sehen wir eine Hexe. Ja, und da ich weiß, was kommt, werde ich jetzt erstmal ein paar Vorbereitungen treffen. Nämlich hier Fluck, Fluck und Fluck. Und dann tue ich noch speichern, nämlich hier drauf. Warum spreche ich so mit englischem Akzent? Ich weiß es nicht. So, wir gehen mal rein. Da ist irgendjemand. Was? Wie seid ihr hierher gekommen? Durch eine Treppe in ein Haus. Dieser Ort wird von den von mir erschaffenen Kreaturen geschützt. Niemals habt ihr sie bezwungen. Ach so, verstehe. Also gut, so muss es sein. Wir sind auf der Suche nach jemandem. Ich bin Bora, die nach der ihr sucht. Doch glaubt nicht, dass ich mich so einfach geschlagen gebe, verdammte Blaublüter. Hierher zu kommen war der größte Fehler eures Lebens. Für euch ist es jetzt zu spät. Nun werdet ihr für eure Ignoranz sterben. Hey, halt, wir sind nicht weggeklickt. Egal. Leucht! Sie hat sich... Eine Hydra! Ja, Leile, du sprichst, nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ja, und hallo zum nächsten Bossfight. Na, wie geht's? Ja, ich bin mal gespannt, wie wir uns da jetzt schlagen werden. Erstmal hier so und... So. Aufflammender Schuss wird doch... Ja, viel Schaden machen, würde ich sagen. Ohnmachtsangriff. Da werde ich nicht jetzt immer Ohnmachtsangriff auf die machen, denn die kann ordentlich reinhauen, wie man vielleicht sieht. Wow. Ich muss heilen. Oh Gott, ob die Tränke heilen reichen. Ich bezweifle es, ja, aber gut. Die reicht doch hier im Leben, Leute. Da werde ich bestimmt gleich nochmal zurück müssen und nochmal Tränke kaufen.
Paralyse. Oh, schön. Ich liebe es. So, erst mal die Gleiche hier kaputt machen, denn die nerven ein bisschen. So. Ist doch schon mal das Klein, die K.O. Bleileitig, schade, ist das was. Aber egal. So. Ham. Dunkelnabe. Oh Gott, was zum Teufel? Warum? Zieh dir sowas am Fehl ab. Was geht denn bitte ab? Ich hätte übrigens Lailea den Wasserring geben müssen. Ich dachte, Lailea stirbt, aber gut. War wohl doch nicht der Fall. Du machst jetzt einfach das. Ist wieder Heilerin. Meine Heiltränke werden die Leben reichen, aber gut. Oh, schön. Ohnmachtsangriff. Ja, Heilfälle, heil dich gut. Das ist kein Problem. Damit habe ich keine Probleme. Kannst du von mir aus die ganze Zeit machen. So, jetzt volle Angriffspower. Ham. Aber ihr merkt schon, der Gegner hat ein bisschen mehr HP, ne, als normale. Weil der färbt sich fast gar nicht rot. So, ich mach den Max Angriff. Oh, Max. Ach, du machst noch eine Dunkelnabe. Komm, was will der Geist? Sehr gut. Immer volles Brett drauf. Auf die Olle. Und Wasser, das wird wieder ordentlich Schaden machen. Eieieiei. Lailea, du heilst dich mal. Ich habe keinen Magietrank. Gut, dann ist das eh egal. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch einen Magietrank gehabt, aber na gut, dann halte ich's. Der Ohnmachtangriff könnte ruhig mal funktionieren, ne? Finde ich ja so. Achso, Lailea kann ja nicht mehr. Probier mal den Kreuzschnitt, wie viel das überhaupt macht. Dunkelnabel! Kreuzschnitt! Oh ja, macht doch ordentlich Schaden, oh ja. Ja. Und dann Lailea ist natürlich am schnellsten, deswegen ist sie jetzt als Heilerin. Und Fea kann noch einmal den Rückzieher machen. Danach habe ich keine MP mehr. Ist das nicht toll? Aber sie wird doch schon einigermaßen rot. Also vielleicht könnte sie ja noch was werden. Ah, sie bekommt so viel Schaden. Egal. Ham. Und jetzt kann ich mal mehr Xai angreifen. Ist das nicht toll? Also mit Technik, ne, mein Herr? Stirb doch ab, du dummes Vieh! Ja, Heilwelle, heil dich null. Kein Problem. Damit kann ich leben. Wow, Critical. Haben wir die Heilige schon wieder fast abgezogen? Jetzt haben wir sie wieder abgezogen. Alchemie-Blitz. Ach du Heilige. Der Angriff ist böse. Das ist nämlich ein Flächenangriff und der haut ordentlich rein, ihr vielleicht gesehen habt. Und Wasser. Oh, ich dachte, das war's für Quer, aber ich habe keine Magietränke mehr. Und da geht sie kaputt. Schöne Sache. Puh. Lebenswasser. Schön. Habe ich nicht mal mein Lebenswasser gebraucht und gerade so gereicht diese Heiltränke. Wow. Ha, na los, bringt es hinter euch. Jetzt hören's doch mal zu. Wir sind nicht gekommen, um irgendjemanden zu kämpfen oder jemanden das Leben zu nehmen. Aber ihr, was wollt ihr sonst hier unten? Seid ihr von König, von der königlichen Garde, oder nicht? Nein, und wir sind auch kein Kopfleder oder sowas in der Art. Ich habe wohl zu überstürzt gehandelt. Sag, bist du schwer verletzt? Das hätte sich erledigt. Im Gegensatz zu euch brauche ich nur ein paar Sekunden, um meine Verletzungen zu heilen. Eure Chance, mich zu töten, ist damit somit dahin. Ich sagte bereits, deswegen sind wir nicht hergekommen. Hehe. Was ist so lustig? Ah, nee, falsche Stimme. Nichts, ich bin bloß bereit, euch dies zu glauben. Ja. Sie ist durch mich durchgegangen. Ihr sagtet, ihr habt nicht, ihr habt nach jemandem gesucht, aber man verirrt sich nicht einfach so in fremde Untergründe. Ich werde im Haus auf euch warten. Dort will ich dann eure ganze Geschichte hören. Okay. Oh Gott, das heißt, ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Sie hat wirklich unglaubliche Fähigkeiten. Sie muss es sein, die Tapio gemeint hat. Wow. Das war ein Battle. Dass ich das überlebt habe, das ist echt die Frechheit schon wieder zu groß. Aber na gut. Ich muss nochmal an die ganzen Gegner vorbei. Also noch ist nichts geschafft. Ja. Ich hoffe einfach mal drauf, dass ich immer fliehen kann. Mhm.
Gott. Wow. Aber dann, als der Alchemieblitz kam, hatte ich kurz ein bisschen Angst. Aber gut, hat sich dann doch zum Guten gewendet. Finde ich tollig. Uiuiui. Geh weg, du dummer Dino. Ich will nicht dein Freund sein. Ach ja. Oh Gott. Wie weiche ich den aus am besten so? Wow. Ausweichskills for the win. Yeah. So. Es dürfte es aber nicht mehr weit sein. Bis zum Ausgang, oder? Gehst du weg? Oh, da hat er mich erwischt, der Ekelhafte. Und ich komm weg. Ach ja. Schön. Oh Gott, und ach nee, da kam ja noch ein Gang. Und ich renn voll ins Brett rein. Ist das nicht toll? Nee, aber wir sind inzwischen schon so hochlevelig, dass wir von den Gegnern eigentlich locker wegkommen müssten. Aber ich muss jetzt unbedingt Tränke einkaufen. Uiuiuiui. So ganz ohne Tränke. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 3400. Ja, da kann man sich ein bisschen was kaufen. So. Hallo, ne? Das seid ihr ja endlich. Übrigens im Hintergrund, schöne Musik von Zelda. Nur mal zusammen ran. Also nochmal von vorn. Wir sind weder Kopfgelder noch... Ja, schon gut. Ich glaube euch. Also du... Ist seid jetzt die Haut? Sprich euch weiter in Vertrauen mit mir. Nun ja, ich bin jetzt die Haut. Gut ja, nicht nun ja. Entschuldigung, da musste ich mal husten. Bevor ich zum eigentlichen Grund unseres Erscheinens kommen möchte, muss ich etwas wissen. Ich ahne es. Du hast ganz außergewöhnliche Kräfte. Bist du etwa ein Nachfahre irgendeines Clans? Eines Clans? Sprichst du von Elementar-Clans? Wie kommt es das Kind, wie ihr davon wisst? Eine lange Geschichte. Ja, im Grunde kann es mir egal sein. Deine Frage zu beantworten. Nein, ich gehöre keinem Elementar-Clan an. Was? Aber wie hast du das alles gemacht? Die Heilung, die Verwandlung, die Unsichtbarkeit... Das hatte nichts mit Elementarmacht zu tun. Dafür brauche ich so einen Schnickschnack nicht. Was ihr dort gesehen habt, war einfachste Alchemie. Alchemie? Genau, nichts weiter. Ich habe mal gehört, dass vor tausenden von Jahren Menschen noch Alchemie einsetzen konnten, aber du wärst die anscheinend perfekt. Perfekt? Bei weitem nicht. Aber es reicht scheinbar, um normale Leute zum Staunen zu bringen. Wo hast du das gelernt? Liegt es im Blut, anderen eben nicht. Aber sagen wir so, ich habe etwas, was mir dabei hilft, die Alchemie effektiver einzusetzen. Diese Robe, die ich hier trage. Es fungiert wie eine Art Materienverstärker. Es gibt nur sehr wenige davon auf der Welt. Es war ein Wink des Schicksals. Nur mal gesagt, sie sei aus demselben Stoff wie das größere das Patt. Ich habe sie seinerzeit für einen Spottpreis bei einem Händler namens Fred erworben. Ja. So, und nur wegen dieser Robe kannst du das alles? Nicht doch. Es dient nur als kleine Stütze. Alles, was ich kann, hat mit jahrelanger harter Arbeit zu tun. Und dort unten ist also deine Art... eine Art Labor? Exakt. Ich brauche dort unten... meinen speziellen abgeschotteten Raum, um neue Alchemie zu entwickeln. Eher gesagt, hier oben entwickle ich sie und dort unten werden sie getestet. Diese Monster waren auch meine Schöpfungen, damit ich ungestört bleiben kann. Das ist mein Weg, die natürlichen Kräfte einzusetzen. Experimente, Schätzungen, Konzentration, alle typischen Bücher. Man braucht keine Elementarkräfte mehr, um Wunder zu bewirken. Unglaublich. Moment, wo weißt du? Das war ein Kampf gegen euch kaum zu besiegen. Außerdem hättet ihr vorhin wohl kaum so leichtsinnig von Elementarglanz gesprochen. Es war wohl doch sehr auffällig, wobei doch nur Xai seine Fähigkeit an. Ich habe kein einziges Mal Wind eingesetzt, also von daher. Trotzdem, an eurer Stelle will ich nicht so frei und offen über die Elementarmächte sprechen. Das stiftet dem dummen Volk doch bloß Verwirrung. Und ihr wollt euch doch wohl nicht unnötig Feinde machen. Außerdem haben die meisten Menschen im Laufe der Zeit schon vergessen, was die Elementarglanz überhaupt sind. Das sollte besser auch so bleiben, sonst gibt's nur Krieg und Chaos. Schon gut, Ende der Stammpauke. Wie dem auch sei. Also, was ist euer Anliegen? Halt, nicht so schnell. Denn jetzt noch? Ich dachte, wir wären Gesandte vom Königshaus. Das würde mich noch interessieren. Was hast du mit dem Königshaus zu schaffen und warum sucht man nach dir? Wir hatten vor kurzem erst das Vergnügen mit zwei Leuten von einem Königshof. Um welches Königreich handelt es sich? Ebenfalls eine lange Geschichte. Wir sprechen hier über das Königreich Kretios. Um es kurz zu sagen, ich
sah keinen Sinn mehr hinter meiner Arbeit am Königshof. Was hat ein Untertan des Königs? Schluss jetzt! Ich erzähle es euch ein andermal. Nur los, offenbart mir euer Anliegen. Na gut. Also, wir müssen dringend durch das Fuyuki-Gebirge. Doch leider ist es dort viel zu kalt. Wir werden innerhalb kürzester Zeit öffnen. Verstehe. Kannst du uns helfen? Nichts leichter als das. Es gibt da bloß einen Haken. Da ihr zu dritt seid, ist es schwer, eine Kälteimmunität auf euch zu legen. Diese Art von Alchemie hält auch nicht sonderlich lange an. Ich glaube kaum, dass ihr damit durch das gesamte Gebirge kommt. Jemand ist doch dort drin. Sie braucht unsere Hilfe. Es ist nicht nötig, das gesamte Gebirge zu durchqueren. Also gut. Normalerweise bin ich nicht so hilfsbereit, aber ihr habt Glück. Ich mache heute mal eine Ausnahme. Glaubt ihr überhaupt, dass diese Person noch am Leben ist? Das erfahren wir dann... Aber wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Wo denn? Leucht. Und seid ihr gewappnet? Komisch, ich spüre keine Veränderung. Die Alchemie zeigt erst ihre Wirkung, wenn ihr extrem kalte Gebiete aufsucht. Dann könnt ihr euch unbesorgt eine Weile frei bewegen, ohne Opfer der Witterung zu werden. Eure Kälteimmunität regeneriert sich immer dann, wenn ihr Orte ohne ungewöhnliche Temperaturen aufsucht. Entschuldigung, die Stimme ist ein bisschen anstrengend, aber egal. Ich verwende diese Art der Alchemie nicht auf, das wird erstmal reichen. Ich werde eventuell noch einen Weg finden, eine dauerhafte Immunität zu schaffen. Vielen Dank, das ist mehr als genug. Nichts für Unglück. Ich frage mich bloß, wer es dumm ist, ohne Schutz durchs Fuyuki-Gebirge zu marschieren. Okay, damit haben wir ja unser nächstes Ziel vor Augen. Nämlich das Fuyuki-Gebirge. Tralalalala. Aber ich geh jetzt erstmal kurz heilen. Denn wenn wir hier so Bienen angreifen und die ihr Gift machen, dann... ja, ne? Ihr wisst, wie das ausgeht und so. Oh, schön. Haben wir doch schon relativ viel geschafft in diesem Part und ich bisschen Zeit habe ich ja noch. Mal sehen, wie weit ich noch komme. Am besten wir ruhen uns kurz aus. La la la. Ha, 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 ha. Was auch immer. Egal. So. Ach cool, die spricht was. Ja, so warst du vorher, mein Kleiner. Ich will ja nichts sagen. Dann lass es. Es gibt eben Leute, die auch andere Hobbys haben, als den ganzen Tag auf eine Holzkiste einzuprügeln. Jetzt wär doch nicht gleich zickig. Ich finde das eben ziemlich ungewöhnlich. Das geht den meisten so. Für viele sind es abscheuliche Bestien. Dabei können es so liebevolle und freundliche Lebewesen sein. Man muss nur wissen, wie man mit ihnen umzugehen hat. Freundlich und liebevoll. Klar! Okay, genug rumgespielt. Hallo Fred, ich möchte bitte Tränke kaufen. Ganz dringend Tränke. Am besten so 20 Stück, hä? Ja. Und mach die Tränke auch mal so 8. Am besten 25. So. Und 10. So. Und dann könnte ich noch die Herrenhüter verkaufen. Oh, die sind sogar 750 wert. Was zur Hölle? Die brauche ich eh nicht mehr, also kann ich die auch raus. Nein! Ich habe keinen Bock auf euch, ihr dummen Gegner. Lasst mich in Ruhe. Huch, ich wollte eigentlich nicht rausgehen, aber gut. Dann. Da. Und ich würde sagen, dann laufe ich jetzt noch in Richtung des Fuyuki-Gebirges und beende dann auch langsam den Part. Das war heute bisschen kürzer als sonst, aber ja, das würde jetzt noch zu lang dauern, wenn ich das noch anfangen würde. Und deshalb würde ich sagen, Leute, das war Let's Play Elements Destiny, Ancient Powers und Biene, geh weg von mir für heute. Und ich gehe mal kurz rein, damit die Biene respawnt. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.